Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und einer neuen Folge Dinkum. Es geht weiter, wir machen direkt quasi, beziehungsweise wir knüpfen direkt an den Stream an und wir werden hier mit unserer Farm weitermachen. Ich habe mir jetzt noch so ein paar Sachen überlegt, denn wir brauchen ja eigentlich jede Menge Sprinkler. Und ich habe mir überlegt, dass Irwin zukünftig sich nur noch um die Tiere kümmern wird und wir alles, was mit Feldarbeit zu tun hat, hier machen werden. Also das hier wird unser großes Farmterritorium. Das klingt jetzt ein bisschen heftiger wahrscheinlich, als es ist. Aber wir werden uns also hier grundsätzlich mal in dieser Ecke nur noch um das Anbauen von leckeren Feldfrüchten kümmern. Ja, das heißt, hier gibt es natürlich dann auch noch Sprinkler. Das heißt, wir brauchen ganz viel Kupfer, brauchen wir jetzt. Dafür muss ich noch ein paar Mal in die Mine gehen und irgendwie brauche ich noch so 300 Quarries oder so, damit die uns auch noch ein bisschen Erze liefern. Das wäre halt einfach zu gut. Ich denke, das kriegen wir auch hin. Aber jetzt nehmen wir erstmal noch den Kram mit, der hier so rumwächst. So, und jetzt, ich habe jetzt schon mal von hinten bei Irwin hier die Sprinkler geholt. So, das habe ich schon mal gemacht und die werden wir jetzt auch mal direkt hier platzieren. Jetzt überlege ich nur, will ich da noch irgendwie einen Weg hinmachen? Wäre ja vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? Das hier noch so ein bisschen frei zu lassen. Ja, das machen wir. Das machen wir. Wir stellen hier den Sprinkler hin und dann da. Und dann müssen wir den da hinstellen. Und hier. So, jetzt haben wir noch mal zwei Sprinkler. Zack. Zack. So. Dann haben wir die eine Seite. Dann können wir hier auch mal gleich loshacken. Na, so. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Okay, also so schnell, wie ich mir das vorgestellt habe, geht's natürlich nicht. Mal ein bisschen langsamer machen. Dann nehmen wir auch jedes Kästchen hier mit. Oder auch nicht. So. Das schlägt jetzt Miss Ungeduld wieder zu. So. Aber gleich haben wir es. Geht ja ganz zügig hier. Bin schon gespannt, wenn wir dann irgendwann mal den Trecker haben, wie wir hier so mit dem Trecker dann zurechtkommen. Ist wahrscheinlich das Feld hier viel zu klein, aber naja gut, wir werden sehen. Oh, wir brauchen was zu essen, Leute. Wir sind am Ende unserer Kräfte. Wir gehen mal eben was zu essen holen. Kommen wir da noch rüber geflogen? Ja, das geht noch, wunderbar. Müssen wir mal eben nach Hause. Hier haben wir hier noch was zu essen. Das sieht eher schlecht aus. Hm? Das ist jetzt sehr doof. Dann müssen wir uns mal ganz schnell was brutzeln. Was machen wir denn? Wir haben ja auch keinen Platz mehr in der Taschen. Ist ja schon wieder alles so über und über voll. Schmeißen wir mal das Zeug hier hin. So, das reicht. Gucken wir mal ganz kurz, was könnte uns denn jetzt helfen? Fruchtsalat oder hier so ein Stew? Achso, dann können wir ja wieder nicht machen. Fisch geht jetzt auch nicht. Ein Salat? Kohl? Also Salat eher gesagt. Haben wir Salatköpfe? Weiß ich gar nicht. Nee, wir haben keine Salatköpfe. Okay, was haben wir denn hier noch? Käse haben wir nicht. Machen wir uns wieder einen Fruchtsalat. Ganz einfach. So, falsche Kiste. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Bananen. Wir haben keine Äpfel mehr. Was ist denn hier los? Mist. Okay, was brauchen wir denn für die... Wir können doch hier noch diese Spieße machen. Korn, Miet und Mangrovenstöckchen. Wie schaut's aus? Haben wir noch ein bisschen Mais? Ah ja, guck mal hier. So. Ein bisschen Mais. Oh, hier haben wir noch was. Ein Würstchen im Schlafrock. Oh, perfekt. Komm, das essen wir mal. Zack. So geht es uns schon mal ein bisschen besser. Brauchen wir das gar nicht. Dann können wir uns vielleicht noch irgendwie hier so ein bisschen was braten.
Warte mal, was brauchen wir denn für die... Da gibt es doch hier die Fleischspieße, genau. Haben wir noch Mangrovenstöckchen? Haben wir die hier vielleicht drin? Natürlich nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Machen wir uns mal fünf Stück. Stöckchen. Hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Dann machen wir uns ein paar Stöckchen. Also ein bisschen Fleisch. Ach so. Ah, wieder nicht nachgedacht. So, das sieht doch ganz gut aus. Komm, das reicht an Energie. So, machen wir mal da weiter. So. Zack. Ach, wir haben auch noch keinen Dünger. Naja, gut, aber das ist jetzt nicht so schlimm mit dem Dünger. Das können wir dann in der nächsten Jahreszeit vielleicht machen. Also wir brauchen mehr Tiere auf jeden Fall, damit wir viel Dünger machen. Oder weil Muscheln sammeln, pff, boah, weiß ich nicht. Habe ich irgendwie nicht so Bock zu. Was brauchen wir denn? Wir brauchen hier unsere Getreidesamen. Dummtidum. So. Komm, Soho, macht das mal ordentlich hier. So. Wenigstens brauchen wir heute nicht gießen. So, wunderbar. Zack, da noch eins und hier noch eins. Super. So. Klasse. Haben wir doch schon mal was. So, und wenn wir jetzt noch zwei Dingens machen könnten, zwei Sprinkler machen könnten, dann hätten wir zumindest dieses Feld tatsächlich fertig. Das würde ich natürlich super cool finden. Aber wir haben nur noch zwei Barren. Puh, hier können wir noch mal welche machen. Haben wir hier noch Kupfer? Ein bisschen. Oh, okay, da kriegen wir nicht mehr. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal schnell die Taschen leer. Nicht die Barren. So. Das ist leider voll. Das ist auch voll. Dann schmeißen wir den Kram da rein. Das ist leider auch schon wieder voll. Jo, mit den Kisten müssen wir uns auch was einfallen lassen. Aber das ist alles nicht so, ups, alles nicht so wild. Ich stehe an der falschen Kiste, Leute. So, jetzt aber. Die Opale, na komm, die Opale machen wir mal hier mit rein. Die Mangrovenstöckchen auch und die auch. So. Die Samen. Die Samen haben keinen Platz mehr. Warum nicht? Ach so, weil ich das da reingepackt habe. Okay. So. Zack. So, Sprinkler. Oh, was wir vielleicht auch mal machen können, ist hier so Krabbendinger. Achso, da brauchen wir auch wieder Kupfer und Eisen für. Okay. Ja, ihr seht schon. Wir sollten uns um Queries kümmern. Franklin hat leider zu. Ja, hallo Franklin, guten Tag. Dann gehen wir mal ein bisschen Kupfer suchen, würde ich sagen. Gehen wir mal gucken. Ich gehe jetzt mal nicht in eine Mine. Wir schauen mal, was hier so wächst. So, hier haben wir schon mal Zinn. Zinn wollen wir jetzt aber nicht. Hier drüben war doch auch noch so viel Steingedöns.
aber auch kein Kupfer dabei. Ah, da vorne ist Kupfer. Da haben wir doch ein bisschen Kupfer. Sehr schön. Das Spiel mag uns. Kupfer und Eisen, das ist sehr cool. So. So, und die großen Steinvorkommen hier, die bauen wir auch mit ab, denn da ist natürlich auch immer gerne mal ein Kupfer drin. Da haben wir Äpfel. Die könnten wir eigentlich mitnehmen, die Äpfelchen. So, haben wir hier die ganzen Muscheln. So, hier gibt es auch noch ein bisschen Steinzeug. Haben wir hier so. Doggies, Frösche. Da ist auch noch Kupfer. Habe ich schon mal gesagt, dass ich den Gleiter toll finde? Ja, ich weiß, das erzähle ich euch seit ein paar Folgen, ne? So, was haben wir da? Zack. Gehen wir mal hier rüber. Ich glaube, hier waren wir auch noch nie. Zinn. Zinn wollen wir jetzt nicht. Wir wollen Kupfer. Hallo Spiel, hast du noch ein bisschen Kupfer für uns? Eisen nehmen wir auch mit. Müssen wir ein bisschen auf unsere Energie aufpassen. Denn ich habe ja selbstverständlich nichts mehr zu essen dabei. Ne? Wie sollte das anders sein? Oh, hier ist nichts. Wo ist der nächste Teleporter denn? Der ist hier. Dann gehen wir mal darüber zum Teleporter. Da ist auch nichts. Hier haben wir nur Zinn. Hier ist auch nichts. Na gut. Das Schöne ist, wir brauchen ja erstmal nur noch zwei Sprinkler, zumindest für dieses eine Feld. Also so manchmal erwische ich mich dabei, dass ich vielleicht hier die Stadt hin verlege. Ne, mit diesem schönen Steg. Halt schon sehr cool gemacht. Aber gut, wir kommen ja auch mit dem Teleporter hin. Das ist ja dann nicht so schlimm. Ja, weil ich halt auch diese Teleportertürme total cool finde. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, nach Hause. So, 19. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir doch noch eins hier drin, oder? Nee. Ich dachte. Beim Denken ist es dann auch geblieben. Was liegt da vorne noch? Was glänzt da noch? Ein Stein. Nun ja. Okay. Ja, wie viel Kupferbarren haben wir? 8. Schade. So. Okay. Sprinkler. Einen können wir bauen. Einen einzigen. Das machen wir noch nicht. Das bringt uns jetzt nicht viel. Hm. 126 Eisen. Beziehungsweise 129.
Na, schmeißen wir doch mal die Produktion an hier. Das müssen wir auch mal noch wegpacken, aufräumen hier. So. Mal schauen. Da ist er auch schon wieder fertig. Na gut. So. Was bauen wir denn stattdessen? Komposter? Wir können mal gucken, was brauchen wir denn für den Komposter noch? Ach, das ist eine Vogelscheuche. Hier. Ach, Kupfer. Ich glaube das nicht. Okay, wir brauchen sehr viel Kupfer. Momentchen. Also. Dafür brauchen wir Kupfer. Okay. Das wäre aber nicht das Problem. Können wir ein bisschen bauen. Hier, wir können hier übrigens noch eine Krabbenfalle machen. Das ist übrigens auch ein neues Rezept, was ich bekommen habe, so als Belohnung. Ich habe mir, was habe ich denn freigeschaltet? Die Fishing-Lizenz, die dritte. Und da gab es dann halt diesen Blueprint halt für den Krabben, für das Krabbennetz. Aber auch hier brauchen wir wieder Kupfer, ist also auch wieder blöd. Wir brauchen aber für unsere Farm auf jeden Fall noch ein Silo. Und das können wir definitiv jetzt bauen. Dann würde ich sagen, ne, also optisch, ne, das so als optisches Teil halt quasi. Dann bauen wir mal noch ein paar Silos. Wir brauchen Zement. Zement ist gerade auch ein bisschen mau, aber das kann man ja nur wirklich schnell herstellen. Die Mühle haben wir noch. Ja, dann. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen mal das Teil. Haben wir Platz im Inventar? Ja. Wir brauchen Steine. Steine ohne Ende. Ihr seht, ich muss in die Mine. Unbedingt. Mir geht das ganze Zeug aus. Wir brauchen Material. Ganz dringend. So, hier geht's mal weiter. Aber wenigstens, ich habe ja jetzt noch einen zweiten Grinder extra gekauft. So, damit das Ganze ein bisschen schneller vonstatten geht. Und auch hier ist natürlich jetzt das Windrad. Dieses Windrad hier, das muss eigentlich auch hinten an die, als Deko-Element zumindest, so wie halt das Silo auch, muss das auf jeden Fall hinten an die Farm gestellt werden. Vielleicht auch zwei. Wie gesagt, eher als Deko-Element und nicht als Funktionselement. So, aber brauchen wir auf jeden Fall. So, hier können wir mal noch so, zack, zack, zack. Oh. Aha, Sally hat uns guten Tag gesagt, habe ich jetzt gar nicht, ich habe sie jetzt völlig ignoriert. Nun ja. Zack, zack. Weiter geht's. Da brauchen wir 10 Zement. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall 2 Stück. Steine haben wir dann genug, das ist kein Problem. Tin Sheets haben wir, glaube ich, auch genug. So, mal schauen. Zement haben wir jetzt genug, das ist gut. Schmeißen wir das mal hier noch an. Zack. Zack, zack. So, dann holen wir uns schon mal die Kristalle. Da sind die Kristalle. Und dann müssen wir uns noch die Tin Sheets machen, aber die sind ja auch schnell gemacht. Tin Sheets haben wir nur noch 2. So. Ja, hallo Fletch, hallo John. Guckt ihr mir jetzt beim Arbeiten zu, oder was? Ist ja unglaublich, ist das. Unglaublich. So, wie schaut's hier aus? Wie viel haben wir? 3 Stück noch. Ah, wir brauchen noch ein paar mehr. Wir wollen ja 2 machen. So. Reicht es? Fehlen noch 5. Zack. So, 2 Silos.
Sehr schön. So, haben wir zwei Silos. Dann, wir brauchen Dünger, wir haben aber eh noch nicht so viele Tiere, also machen wir die mal noch nicht. Ja gut, könnten wir noch die Muscheln reinwerfen. Acht Stück. Es wären halt zumindest schon mal zwei, ne? Nee, machen wir nicht. Wir machen aber stattdessen mal noch was anderes. Muss man das Material wieder wegbringen? So. Das kommt da rein. Ach komm, ist egal. Oh, das reicht auch wieder nicht. Oh. Dumm-di-dumm-di-dumm. Das da rein. Den Zement. Das Erz hätte ich auch gleich da lassen können, aber naja, gut. It is, wie it is. Wir brauchen Baumsamen. Achso, Moment. 1, 2, 3. Drei davon. Dann nehmen wir drei Büsche mit. Das packen wir mal dahin. Davon nehmen wir mal drei mit. Nehmen wir mal vier mit. Nehmen wir noch ein paar Blümchen mit. Hardwood. So. So. Haben wir noch die andere Schippe? Ja, die haben wir. So, jetzt fliegen wir nochmal darüber. Denn ich habe ja hier diese kleine Anhöhe gebaut. Und hier könnte man tatsächlich ja eigentlich auch ein Silo hinstellen, ne? Das wäre ja möglich. So, auf zwei Stück auf unterschiedlicher Höhe. Und drumherum ein paar Bäume. Lass mich mal kurz überlegen. Wie würde das ausschauen? Ich glaube, das würde gut ausschauen. Ah, ich habe den Kompaktor nicht mitgenommen, ich dumme Ziege. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen mal hier einen hin, ein Silo. Direkt dahinter sieht halt auch doof aus. Also so ganz direkt. Ein bisschen versetzt vielleicht. Na? Na komm. So. Gucken wir uns das mal aus der Ferne an. Schaut das von da hinten aus? Oh ja. Das ist ziemlich cool so. Und da muss dann eigentlich auch so ein Windrad hin, ne? Oder ist das dann zu viel, wenn das Windrad daneben steht? Das ist vielleicht ein Ticken zu viel. Deshalb machen wir da jetzt noch ein paar Bäume hin. Ein paar Pflänzchen hier.
Dann machen wir mal hier ein Hardwood hin, weil die schön hoch sind. Hier machen wir auch noch einen hin. So, und jetzt sind wir gleich wieder. Müssen wir mal ein bisschen Mais essen. Ach so, es ist spät. Okay, Leute, wir müssen ins Bett. Mist. Wir sind ja müde. So, schnell darüber. Zack. Und schnell schlafen gehen. Ab in die Pofe. Gute Nacht. So. Aufwachen, Soho. Weiter geht's. Sei schön fleißig. Ach, wunderschön unsere Felder hier. Cool. Total cool. Das gefällt mir richtig gut. So. Nee, da machen wir nichts hin. Wir machen hier, machen wir noch einen hin. So, das war's mit der Schaufel. Aber wir haben ja noch Ersatz in der Tasche. Zack. Ach. Das ist jetzt doof. So, nochmal. Das machen wir so. Ach, guck mal hier. Hier ist ein kleiner Tümpel. Wie witzig. Ist ja cool. Ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Nun ja. So. Und den Schatz hier nehmen wir auch noch mit. Oder lassen wir das da so stehen? Das lassen wir so, genau. Das lassen wir so. Wir brauchen hier noch eine Latüchte, würde ich sagen. Wir machen hier auf jeden Fall noch ein Lämpchen hin. Jetzt stellen wir irgendwo hier hin. Wir müssen hier so einen kleinen Schleichweg machen. Das wäre ganz cool. Genau. Und hier machen wir das letzte Weddle Flower hin. Weddle Seed, wie auch immer. Ja, das schaut gut aus. Das gefällt mir. So, mal gucken, wie das aussieht, wenn das fertig gewachsen ist. Ne? Das ist, steht ja auch noch. Das ist ja auch noch mal so eine Sache. So, ich sehe da hinten Kupfer. Ich habe da gerade Kupfer blitzen sehen. Wartet mal, da ist Kupfer. Zack. So. 8. Wie viel hatten wir? 4 hatten wir. Wir brauchen also noch. Wir brauchen unbedingt noch ein paar Kupferbarren.
ist jetzt kein Kupfer zwischen hier vielleicht. Noch ein paar Blümchen, ja, die müssen wir dann auch noch alle einsammeln, die Blümchen, die hier so rumwachsen. So, was haben wir da vorne? Ist Eisen. Okay, wir gehen da vorne noch mal gucken, ob wir irgendwie noch mal Kupfer finden. Und ich sehe da noch was anderes. Da gibt es so einen roten Busch. Die roten Wattleflowers. Davon hätte ich gerne noch ein paar Büsche bei uns. Deshalb müssen wir den da mal mitnehmen. Wo ist unsere Motorsäge hier? Ich liebe diese Motorsäge. Also ich finde insgesamt die Tools einfach total super. Man hat halt wirklich was davon, ne? Ist echt toll. Und das Coole ist, also ich finde, das ist nicht in jedem Spiel so, also nicht in jedem Farmspiel so, wo du irgendwelche Tools hast, dass die Tools auch noch Spaß machen. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll, aber ich finde, die Werkzeuge in Dinke machen richtig Spaß. Vielleicht auch, weil sie schön animiert sind. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht auch wegen der Geräusche, die sie machen. Also, weiß ich nicht. Ich finde, es ist sehr stimmig einfach. Ja, ja, ich weiß. Ich bin halt totaler Fan, ne? Ich kann euch sogar noch was verraten. Haha. Zwar, ich habe ein bisschen was in im Dinkem-Chat ein bisschen gestöbert. Also es gibt ja diesen Discord-Server von Dinkem und der James Benton hat was geschrieben zu den nächsten Neuerungen und es gibt inzwischen schon ein Testbild dafür, den man ausprobieren kann, wenn man das möchte. Ich würde das tatsächlich sehr gerne tun, aber es gibt so ein, zwei Dinge, die ich hier noch erledigen möchte und ich möchte natürlich auch nicht diesen Spielstand zerstören. Auf jeden Fall wird es neue Früchte geben. Also es gibt einen neuen Obstbaum, es wird Kirschen geben und es wird noch andere saisonale Items geben. Das habe ich jetzt auch schon gelesen, ich habe auch schon einen Screenshot davon gesehen. Und diese Items, naja, also jeder, der halt diesen in diesen Kanal geht, der sieht es natürlich, haben einfach was mit Weihnachten zu tun. Und ich denke, dass es deshalb gar nicht mehr so lange dauern wird, dass dieses Update kommt. Also es ist natürlich noch nicht fertig, das ist klar. Und es gibt auch noch gar keinen Release-Termin dafür, aber also das ist schon ein bisschen, wo ich denke, okay, ja, also du machst mich da schon so ein bisschen sehr neugierig, auch wenn ich jetzt gleich wieder keine Energie mehr habe. Und für mich klingt das halt, oder gerade wegen dieser Weihnachts-Items, denke ich, es wird nicht mehr allzu lange dauern. Das ist schon cool, oder? Jetzt ist halt die große Frage, gehe ich das Risiko ein? Oh yes, wir haben genug Kupfer. Gehe ich das Risiko ein mit dem Spielstand oder warten wir aufs Update? Wie seht ihr das denn so? Hinterlasst mir das doch bitte mal als Kommentar. Mich würde sehr interessieren, wie eure Meinung dazu ist, ob ihr Bock hättet, mal so ein, ja, das mal auszuprobieren. Wäre ganz cool. So, aber jetzt genug über den Discord-Server von Dinkem gesprochen. Wir stellen uns jetzt noch eben die Sprinkler her und dann sind wir am Ende unserer Folge. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, was man dafür braucht. Ne? Ist ja klar. So, also Track. Das coolste ever, finde ich super. Diese Liste. Kupferbar müssen wir noch, ach so, ja, Kupfer müssen wir noch schmelzen. Aber wir brauchen auf jeden Fall die ollen Federn. Wir brauchen Zahnräder. Und die Kristalle. Kristalle haben wir in der Tasche. Wir brauchen jetzt nur noch die Barren. Dann würde ich sagen, Abfahrt. Oh, guck mal hier. Und unsere Quarries sind auch ganz brav. Da ist auch noch mal was. Perfekt. Perfekt, Leute. Achso, ist ja schon fertig hier. Zack, zack, zack. Können wir noch einen machen? So, und da verließen sie ihn. Das war's schon wieder. Aber es macht nichts. Hier haben wir jetzt genug Kupferbarren. Wir können jetzt zwei von den Sprinklern bauen.
So. Die haben wir dabei. Samen haben wir auch noch genug. Würde ich sagen, Abfahrt. Gehen wir mal hier rüber. Wo sind unsere Sprinkler? Hier. Wunderbar. So, eins, zwei. Ein bisschen rumhacken. So. Wo habe ich denn jetzt die? Da sind die Weizensamen. Super. So. Na, jetzt aber. Zack, zack, zack. Erledigt. Sehr cool. Ist unser Feld fertig. Natürlich, wir könnten jetzt hier auch noch was platzieren, ne? Da könnten wir auch noch mal einen Sprinkler hinmachen, dass wir es hier ganz voll ballern. Aber ich glaube, das möchte ich gar nicht. Und ich denke mal, das hier machen wir weg. Wir platzieren hier die Tür. So, also. Nein, jetzt mache ich hier alles weg. Nein, bitte nicht. Hallo? So, jetzt aber. Wo ist der Zaun? Hier ist der Zaun. Da müssen wir zwei platzieren. Zack, zack. Noch die Tür. Wunderbar. Jetzt holen wir uns hier noch so ein paar Steinwege und dann hier machen wir uns noch eine Kiste hin. Oder wir machen uns hier vorne noch zwei Kisten hin. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Holen wir mal schnell. So, ihr seht, ich finde schon wieder kein Ende. Steinwege brauchen wir. Wo sind die Steinwege? Hallo? Nehmen wir die? Nee, dann nehmen wir jetzt die anderen. Da haben wir sie. Und wir brauchen mal noch zwei Kisten. So. Ach, eine Laterne hätte ich ja gerne noch gehabt, ne? Komm. Habt ihr noch Zeit? Jetzt macht's den Kohl auch nicht mehr fett, ne? So. Uff. Zwei. Ich glaube, brauchen wir von irgendwie noch was. Mal schauen. Brauchen wir noch Kabel für die Lampe? Nee, die können wir bauen. So, dann. Kisten haben wir. Den Weg haben wir. Was brauchen wir dann noch? Nix. Eigentlich nicht. Ein Schild noch? Wir könnten eigentlich noch ein Schild machen. Was brauchen wir dafür? Hardwood, Gumwood, Mangroven. Alles klar. Hardwood. Nägel. Verdammte Axt. Wo ist das Schild? Da. Zack. Gumwood. Eins. Mangrovenstock. Wo haben wir die denn jetzt hin? Da haben wir das Mangrovenstöckchen. So, und jetzt müssen wir doch noch mal irgendwie kurz was essen. Ach, verdammt. Komm, hauen wir uns mal kurz Fleisch auf den Grill. Pockets voll. Ja, ich weiß. Ganz fertig ist sie. Ganz fertig. So. Fleisch essen. Fleisch. So, haben wir wieder ein bisschen Energie. Das reicht jetzt noch bis zum Ende. Zack. So. Hier machen wir mal zwei hin. Hier stellen wir jetzt die Kisten hin. So. Wo ist die Tür? Da ist die Tür.
So machen wir das. Jetzt brauchen wir noch das Schild. Das stellen wir jetzt natürlich auch noch auf. Waren wir hier? Haben wir noch Samen? Ja. Ich zeige euch nämlich jetzt, was ich damit machen will. Geht das? Ja. Ach so, okay. Da sollte ich lieber echten Samen nehmen. Ach, echten Samen, echten Weizen nehmen. Nicht die Samen, so rum. Haben wir davon irgendwo noch was? Oh, guck mal, hier gibt es schon wieder so viele tolle Sachen. Ach, verdammt. Oh, zurück. Hast du hier noch einen Weizen drin? Oh ja, klasse. Super. Brauchen wir ja nur einen von. So. Jetzt aber schnell zurück zur Farm. Ha, Mensch, Leute, schaut das toll aus. Guckt es euch an. Das geht doch schon, oder? Was meint ihr? So, wunderbar. Sehr schön. Unser Weizenfeld ist fertig. Ich finde, das ist ziemlich gelungen. Das sieht super aus. Und hier auch unsere Silo-Ecke wird, glaube ich, auch ganz schön. Oder? Guck mal. Und wir gehen noch mal zur Brücke. So. Na? Oh. Okay, das wird nix. Na gut. So. Schaut gut aus. Das gefällt mir auch super gut. Deshalb. Ihr Lieben. Ich sage jetzt vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Die Farm, unser erstes Feld ist jetzt komplett fertig. Wir haben noch für ein bisschen Deko gesorgt. Und ich gehe jetzt mal auf die Suche und werde ordentlich Erze sammeln und Material sammeln, damit wir in der nächsten Folge auch ordentlich weiterbauen können. Und ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ihr wisst Bescheid, abonnieren, um nichts mehr zu verpassen, falls ihr das noch nicht getan habt. In diesem Sinne sage ich, habt eine schöne Zeit. Vielen Dank, bis bald.